In den letzten 7 Tagen ging es für uns mit dem Rad von Amsterdam bis nach London und auf dieser Reise haben wir schon einiges mitgenommen. Ja, Mann! Einen wunderschönen guten Morgen aus England! Oh, herrlich, wie es regnet, wie es regnet! Aber während dieser Tour ging uns irgendwie ein Gedanke die ganze Zeit einfach nicht aus dem Kopf. Last-Minute-Flug nach Miami. Und nachdem wir dann am Abend in London einrollten, dachte ich mir, okay, wir können es ja wenigstens mal ausprobieren, ob überhaupt unser Visum so schnell bestätigt werden würde. Und 2 Stunden später kam dann diese Mail. Na und was würdest du sagen? Mati sagt, mach doch. Ja, das ist aufregend. Also, da wäre mir jetzt schon übel vor lauter Aufregung, ey. Wenn mir jetzt einer sagt, so um 15 Uhr fliegst du nach Miami. Hey, dann hätte ich gedacht, nee, nee. Denn in England Dollar Sturm und so? Pff, nö. Nach Deutschland bräuchte da im Moment nicht kommen bis Montag, da ist kompletter Bahnsturm. Ja, das hatten wir jetzt auch nicht vor. Freunde, es ist der 24. Januar, es ist 10.30 Uhr. Fahrrad haben wir noch nicht eingepackt in Kartons. Warum muss ich jetzt ziehen? Miami. Es ist jetzt 10.47 Uhr. Wir haben noch keinen Flug gebucht. Wir fahren jetzt zum Fahrradladen, lassen unser Rad und alles packen das schnell im Koffer, im Karton ein. Und um 14 Uhr, wenn alles gut geht, fliegen wir nach Miami. Das sind noch 3 Stunden von London aus. Einfach mal was Wildes machen. Wir sehen uns. Ja, dann sind wir zum Fahrradladen, haben uns Kartons geholt und haben dann wirklich doch noch mal einen kleinen Moment länger gebraucht, um alles einzupacken, sodass wir erst um kurz nach 12 mitgepackten Taschen von dort Richtung Flughafen fahren konnten. Freunde, ich kann selbst nicht glauben, es ist 13.24 Uhr. Wir haben alles geschafft, ohne Ticket hierher gefahren, um erstmal sicher zu gehen, dass es auch wirklich klappt, ob wir noch unsere Fahrräder mit an Bord bekommen. Und dann meinten die, ja wenn, dann schnell. Dann hatte ich noch 5 Minuten Zeit, alles zu buchen. Wir haben alles gebucht, ultra nett, haben uns sogar noch Sitzplätze aussuchen lassen. Jetzt haben wir es doch tatsächlich geschafft. Max, ja. Na, alles gut? Jo, wir sind zu Hause. Meinte die, ja. Wenn ihr jetzt innerhalb von 5 Minuten hier alles fertig habt, dann kriegen wir es noch hin. Ja gut, und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Miami. Ja. Nein. Mit den Fahrrädern? Ja, mit den Fahrrädern. Wir haben ja sonst nichts. Ja, ich auch. Ich hab gezittert eben, wo ich das eingegeben habe, weil ich dachte, wir schaffen das eh nicht. Alter, Freunde, ey, fix und fertig. Und es hat alles geklappt. So gut, Mann. Der Taxifahrer meinte auch, ihr müsst an euch selber glauben, ihr müsst positiv da rangehen, dann funktioniert das alles. Ja, jetzt freuen wir uns, heute Abend in Miami anzukommen und morgen früh dann mit dem Fahrrad loszufahren. Ahoi, Freunde! Liebe Grüße vom Schreibtisch. Partner des heutigen Videos ist Löwenanteil und darüber freue ich mich ganz besonders. Nicht nur der italienische Bohneneintopf oder das Kichererbsencurry mit Kokos. Für mich genau das Richtige zwischendurch. Gerade beim Schneiden der Videos neige ich immer dazu, richtig in so einen tiefen Tunnel zu versinken. Vergesst Zeit und Raum und alles und manchmal zwischendurch auch zu essen. Löwenanteil ist super schnell zubereitet, in 3 Minuten fertig. Egal ob in der Pfanne, Topf oder kurz in der Mikrowelle. Könnt noch ein bisschen Reis dazu machen, könnt das aber auch beliebig dazu nehmen, verfeinern, gesunde Fette, komplexe Kohlenhydrate, aber auch ein hoher Proteingehalt. Ja Mann, und wenn du Löwenanteil schon immer mal ausprobieren wolltest, dann mach es am besten jetzt. Löwenanteil feiert die Hülsenfrüchte und mit dem Code JAMANN gibt es 15% aufs gesamte Sortiment. Stöbert mal gern rum, habt euch den Link in die Infobeschreibung gepackt. Mit einer Beilage dazu, zum Beispiel Reis, erhält man aus einem so einem Glas 2 Mahlzeiten. Gönnt euch das Ganze, schaut gern vorbei. Dadurch unterstützt ihr mich und meine Videos. Vielen, vielen Dank und jetzt diven wir rein, das Abenteuer beginnt. Ja, und dann konnten wir selbst unseren Augen nicht trauen. Die Frau hatte uns sogar ohne Aufpreis noch Sitze am Notausgang reserviert, sodass wir mit kompletter Beinfreiheit Richtung Miami da fliegen konnten. Freunde, 23.30 Uhr, die Räder sind da. Halt dich fest, ey. Schönen guten Morgen aus Miami. Ist das komplett wild? Und plötzlich waren wir da, 47. Stock, Blick über Miami. Kann mich mal bitte jemand kneifen? Wir standen einfach 1 Stunde auf dem Balkon, haben uns das Ganze einfach nur angeguckt.
kam mir vor wie eine kleine Spielfigur in einem riesengroßen Monopoly-Feld. Siehst du das? Boah, das ist ja riesig. Boah, Digga, was? Das ist nur ein Geschoss hier. Corazón. Fuego. Fuego en mi alma. I love you guys. Have a nice day. Ja Mann, hier bin ich schon heute Morgen lang gejoggt. Wir sind gerade auf dem Weg von Downtown Miami Richtung South Beach Miami. South Beach Miami. Guckt euch diese Fahrradwege hier an, ey. Ein Traum. Die ersten Tage in Miami waren einfach ein absolutes Kontrastprogramm. Es war super schön warm, wahnsinnig viel Architektur, überall Palmen, alle Leute sind am Sport machen, am Joggen, am Party machen, am Feiern, am Singen. Absolut eine andere Welt. Wir sind jetzt seit 2 Tagen in Miami und ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin einfach eine kleine Spielfigur in so einem riesengroßen Film, weil hier alles völlig surreal aussieht. Mega schön, mega schöne Workout-Plätze, Wasser überall, alle Leute chillen, haben eine gute Zeit. Und ja, heute Abend planen wir die erste Route Richtung Key West, das ist der südlichste Punkt von den USA. Und ja, da wollen wir natürlich hinfahren, wir haben unsere Fahrräder dabei. Und schauen wir mal, was da so alles auf uns wartet. Ich würde sagen, mehr Kontrast geht nicht. Ich habe noch den Schlamm aus England an meiner Kette. Meine Regenjacke trocknet gefühlt immer noch und jetzt stehen wir hier bei 29 Grad und Sonne. Es ist einfach unbeschreiblich schön, jetzt hier zu stehen, hier lang zu fahren. Ich war heute Morgen schon eine Runde joggen. Leute, ist das schön, hier joggen zu gehen, Mann. Das macht so Bock. Völlig surreal. Viel zu viel für den Kopf, gerade alles hier zu verarbeiten, aber ich freue mich einfach so, dass wir hier sind. Weil wir allerdings nur Wintersachen mit dabei haben, die Hose hatte ich als Schlafhose eigentlich noch mit eingesteckt, müssen wir uns jetzt noch eine kurze Bib-Shorts besorgen. Den Rest lassen wir im Karton, packen dann die ganzen Fahrräder ready, machen die Taschen ran und so weiter. Und dann geht's morgen auf Tour. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und wenn das Wetter so bleibt, dann ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Wir nehmen euch mit. Let's go Miami bis nach Key West. So, Bib-Shorts. Check. Und die Radwege waren ein Traum, ohne Gepäck, einfach nur im kurzen T-Shirt durch die Sonne mal die ganze Stadt erkunden. Super entspannt über jede kleine Insel zu fahren. Mit dem Fahrrad rollt es sich dann doch viel besser. Freunde, wir sind gerade nochmal von South Beach aus. South Beach aus Richtung Hibiscus Island. Hier waren vorne einfach so Polizeipförtner, die das hier aufgemacht haben. Und hier sind einfach unfassbar kranke Villen, ey. Einfach nur Wahnsinn. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier auch einige Stars wohnen. Auf jeden Fall faszinierend, sich hier die Bauten einfach mal anzuschauen. Alle mit direktem Zugang, mit eigenen Bootsanlegern, so völlig verrückt. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade dabei, Downtown Miami zu verlassen. Noch ist hier wildes Treiben, viel los über uns, neben uns. Ich bin sehr gespannt, wann unsere Tour nach Key West geht los. Hier erstmal aus dem Verkehrsdschungel raus. Aber das Coole ist wirklich, dadurch, dass hier die meisten Autos die ganze Zeit im Stau stehen, kann man recht entspannt hier im Verkehr fahren und sich einfach hindurchschlagen. Die ganzen Wolken können auf einen herum. Hey Leute, die Radwege sind wie aus dem Paradies hier. Wunderschön, easy zu fahren.
Die Autos halten sogar an, lassen einen nett über die Straße. Das ist komplett irre. Ja, man, die Tour macht jetzt schon ultra Bock. Also man kommt wirklich so leicht aus der Stadt raus, aus Miami. Die Wege super gut, die Radwege. Und hier der Asphalt auch richtig schön. Rundherum nur grün. Er macht richtig Bock und vor allen Dingen mit der Sonne und der Temperatur. Das ist halt echt wirklich direkt ein Segen, ey. Mann. Richtig, richtig dankbar dafür, hier jetzt sein zu können und hier langfahren zu dürfen. Einfach nur schön, ey. Guckt euch diese Radwege an, Mann. Das ist wie in Holland, nur mit 30 Grad Sonne und Palmen. Wahnsinnig schön. Yeah, yeah, like 50 kilometers we did today, so it's 100 in total. Here to the entrance, it's probably another, let's say, 4 miles, 5 miles. Yeah. And then it's an 18-mile stretch to Kilo. Okay. Yeah. But on this stretch, you would say it's safe, or? I think there's a bike lane for part of it, I'm not sure. Okay, yeah. I mean, the only way to get there is straight this way. Yeah, but if we just keep pushing through, it should be... Don't stop. Yeah, 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 we are not trying to. But thanks a lot for the help. Yeah, thank you. Yeah. Was bleibt uns anderes übrig? Ja, der Polizist schon sagt, das ist eine kriminelle Area, vor allem Florida City. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen da durch. Was machen wir dir mal alle auch? Hm? Waffen und so einen Kack. Weiterfahren. Wir sind jetzt auf dem Weg durch Florida City. Gilt als eine der kriminellsten Städte hier in ganz Florida. Der Polizist hat uns eben schon gewarnt. Report suspicious activities and call 911 for immediate response. Expect delays, searches of personal property and restricted access to public. Er meint, er würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, aber er sagt, wenn wir schnell durchfahren, dann sollte das gehen. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass wir keinen Defekt haben oder so. Hab meine Kamera sicherheitshalber schon mal eingesteckt. Hab jetzt nur noch die GoPro um. Ja, Mann, und ich kann euch sagen, das war wirklich ein mulmiges Gefühl, diese ganzen Kilometer. Wir sind so schnell wie möglich gefahren, keine Pause mehr gemacht. Ha! So, Freunde, wir haben Florida City hinter uns gelassen. Vor allen Dingen 5 Kilometer vorher sage ich noch zu Rieke, lass hier gleich einen Stopp machen und was essen. Und ja, dann kam der Polizist, hat angehalten und meint so, Leute, seht zu, dass ihr hier wegkommt, packt eure Sachen weg. Das ist hier keine sichere Gegend. Und ja, jetzt konnten wir leider gar keine Pause mehr machen. Und jetzt sind wir aber so voller Adrenalin und fahren jetzt weiter bis nach, wie nennt man das eigentlich? Wir fahren jetzt einfach weiter, bis wir hier, also ich weiß nicht, wie das heißt, aber das war gerade schon echt ein bisschen mulmiges Gefühl. Auch voll gut vom Polizisten, dass er halt extra nochmal angehalten hat und kurz mit uns geschnackt hat. Ja, jetzt verschiebt sich die Trinkpause nochmal ein paar Kilometer, aber das kriegt man jetzt hin, glaubt mir, man ist genug unter Strom. Ziemlich langes Stück hier, Freunde. Das zieht sich gerade. Langsam wird es zäh. Noch 6 Meilen hier auf dieser Straße. Ah! So langsam habe ich ein richtiges Pappmaul, ey. Der letzte Stopp wäre echt wichtig gewesen. Aber gut, was will man machen, ne? Aber jetzt geht's hier langsam los. Links neben uns ist schon Wasser. Hier rechts ist auch Wasser. Nicht mehr allzu weit. Dann sind wir auf den Kies. Ja, das sind jetzt wieder so die kleinen Dinge. Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr man sich jetzt darauf freut, den nächsten Stopp zu finden, wo man irgendwie einen Schluck Cola trinken kann oder so. Oh. Wollen wir hier ein Foto machen?
Alter, Freunde, hier ist das Schild Welcome to Florida Keys und im Hintergrund die nächste Raststätte. Alter, das war gerade nochmal ein guter Hustle, ey. Ja, und da hat man sich wirklich gefreut, dann irgendwann endlich wieder ein Lokal zu finden, wo auch ein bisschen mehr Leben war und dann erstmal schön was zu trinken bestellt. Two Coke Zero. Thank you. Haben wir 100 Kilometer auf der Uhr, haben gerade unsere Unterkunft an der Tankstelle rausgesucht und gebucht. Jetzt sind es noch 20 Kilometer bis nach, wie ist das? Tavernia Key. Wir kommen genau passend zum Sonnenuntergang an. Ah, das war aber auch ein langer Tag. So. Viel erlebt, wieder viel gesehen. Aber ich freue mich vor allen Dingen darauf, morgen hier in der Bucht aufzuwachen und dann schauen wir mal, was man hier so machen kann. Rechts und links ist auf jeden Fall schon viel Wasser zu sehen. Hier noch nicht ganz so viel auf dem Highway. Dafür wunderschöner Sonnenuntergang gerade. Wir haben ja heute aufgrund der besonderen Umstände eine Pause gemacht. Und so langsam merkt man das. Oh Leute, wir sind angekommen. Wir haben erstmal ein Glas Wein bekommen. Guck mal, hier können wir uns gleich in die Hängematten legen. Und ich habe ihn gefragt, wir können die hier hinstellen. Ja. Voll geil. Oh Freunde, wir sind angekommen, ey. Richtig, richtig schön hier. Haben sogar hier außen noch eine... Wow. Hier sogar noch eine Terrasse. Was für ein Tag. Er war auf jeden Fall aufregender als gedacht. Und ja, dann sind wir plötzlich nach 120 Kilometern in diesem Palmenparadies angekommen. All die Strapazen vom Tag waren vergessen und es war einfach nur schön. Was machen wir jetzt, Rieke? Wir holen uns endlich was zu essen. Ich bin schon ganz zittrig. Es gibt jetzt eine Pizza. Wir haben jetzt einen Laden gefunden, müssen aber noch 10 Minuten zu Fuß hinlaufen. Dann wird gegessen, dann wird geschlafen. Heute bin ich echt platt. Viel erlebt. Es war spannend. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Alter, herrlich. Ahoi Freunde und einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Bucht. Herrlich schön. Nachdem wir gestern 120 Kilometer abgerissen haben, haben wir gesagt, gehen wir heute mal den Tag ein bisschen ruhiger an. Wie kann man das besser starten, als direkt hier auf dem Kajak einfach so ein bisschen vor sich hin zu plätschern? Heute machen wir ungefähr so 70 Kilometer und ich glaube, heute wird es auch nochmal von der Landschaft her deutlich schöner, weil so ein paar Brücken dabei sind, wo man dann wirklich rechts und links komplett nur Wasserblick hat, was quasi so die Keys miteinander verbindet. Ja, bin ich sehr gespannt, freue mich drauf und ja, jetzt ist noch eine Stunde bis Checkout. Wir lassen es noch ganz entspannt hier angehen. Ja, und ich bin ganz ehrlich, an dem Morgen, ich hätte auch den ganzen Tag da in der Hängematte liegen können. Hätte einfach nur im Himmel geschaut. Das war wirklich, wirklich eine schöne Ecke. Und sobald man ab vom Highway ist, komplette Ruhe, einfach super entspannt. Naja, und dann ging es weiter. Wir sind wieder back on the road und jetzt langsam wird es hier schöner. Und dann war es endlich soweit. Rechts und links von uns war komplett Wasser. Man hat richtig gemerkt, dass man über diese ganzen Inseln fährt, konnte super weit schauen, hat Korallenriffe erkannt.
einfach wahnsinnig faszinierend. Wirklich wunderschön zu fahren und jetzt kann der weiße Oberkörper erstmal bräunen. Beste Route, hier ist rundherum nur Wasser drauf. Herzlich willkommen zu den Florida Keys, Alter! Komplett übers Meer rüber, ist das irre. So Leute, 53 Kilometer schon wieder im Paradies hier gefahren. Heute wirklich deutlich schöner als gestern. Auch richtig geil, dass teilweise bei den Brücken komplette Radwegbrücken sind. Und jetzt gehen wir hier zu Georgies Coffee Shop. Na, was hast du dir wieder Schönes geholt? Hm? Jetzt gibt es erstmal Cookies and Cream. Natürlich mit extra Cream bei das dir. Das Ganze heißt hier Frozen Blender. Und das ist genau das Richtige bei 35 Grad. Meine Brille, ich kann kaum noch was sehen. Ey. Die ganze Zeit tropft mir der Schweiß in die Stirn. Kaum bin ich auf dem Fahrrad mit dem Helm, guck nach unten, tropf, tropf, tropf. Ich habe eine Eislatte, ohne Flavor natürlich. Und ein Schokoladen-Mandel-Croissant. Das war echt richtig schön, vor allen Dingen über diese ehemalige Eisenbahnbrücke darüber zu fahren. Und das ist auch so geil, dass immer Max wieder... Max fühlt sich jetzt ultra smart, weil er rausgefunden hat bei Google, dass es eine ehemalige Eisenbahnbrücke ist. Deswegen wollte ich ja kurz erwähnen, dass es nicht einfach eine Brücke ist, sondern eine ehemalige Eisenbahnbrücke. Der aufmerksame Leser hätte mitbekommen, dass ich nicht bei Google das geschaut habe, sondern dass da eine Infotafel war, kurz bevor wir die Brücke passiert haben. Ich hatte nur Augen für die Pelikane. Ja. Ich habe sogar einen Pelikan gesehen, der gerade Fische runtergeschluckt hat. Es sah ein bisschen aus, als würde das Ganze wieder hochwürgen. Ich muss nochmal mir anschauen, wie das funktioniert bei Pelikanen, aber ich dachte immer, wie so ein Kescher quasi. Ja. Ah ja, aber wie machen die? Wie hast du es gerade nachgemacht? Ungefähr. Hat halt immer wieder so hochgewirkt, glaube ich. Weiß nicht, ob das Wiederkäuer sind, das ja nicht, aber das war irgendwie ein bisschen, oder er hatte zu kämpfen mit irgendeinem Fisch in seinem Schnabel. Naja, auf jeden Fall wunderschön hier. Wir haben ein tolles Café, das habe ich natürlich vorher rausgesucht. Es sind jetzt nur noch 18 Kilometer bis zu unserer Unterkunft, die wir wahrscheinlich nehmen. Wir sind jetzt schon im Marathon. Ganz witzig, dass der Ort hier so heißt. Schauen wir mal, was der Tag hier noch so bringt. Es ist gleich erst 2:30. Aber es wartet ein Temperatursturz auf uns. Eine Kältefront kommt. Und die wird uns eiskalt hoffentlich nicht erwischen. Aber sie soll so 18 bis 20 Grad und Sonne, also den deutschen Sommer, hierher bringen. Schauen wir mal. Also man kann schon mal festhalten, je weiter südlich man kommt, desto besser werden hier die Radwege und desto entspannter kann man hier fahren. Heute nicht nur die Brücken, sondern auch hier wieder traumhaft schön. Oh, und jetzt ist nicht mehr weit bis zum nächsten Pool. Ich freue mich sehr drauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier haben wir letzte Nacht geschlafen. Die Sonne geht gerade auf. Es ist jetzt 10 vor 8. Und ja, wir werden jetzt so in einer guten Viertelstunde wieder losfahren. Und dann kommt das letzte Stück Richtung Key West runter.
Sind heute auch noch mal gute 85 Kilometer ungefähr. Ja, was auf jeden Fall deutlich merkbar ist, es hat ein Temperatursturz stattgefunden. Jetzt ist es tatsächlich so, ja, ich würde schätzen so 17, 18 Grad, nicht mehr ganz so warm. Aber zum Fahrradfahren halt auch entspannt. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Schön nach 3 Tagen purer Sonne, wahnsinnig vielen Pelikanen, unglaublich viel Wasser und ganz schön vielen Geschichten im Gepäck sind wir angekommen und ja, haben unser Zielort Key West erreicht. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ja, die Leute doch schon eine gewisse Bequemlichkeit ausstrahlen und sehr viele Wege dann doch mit kleinen Golfcars oder anderen elektronischen Fortbewegungsmitteln hinter sich bringen. Freunde, angekommen in Key West in der Stadt, fahren wir jetzt zum südlichsten Punkt. Schon wieder eine richtig schöne Tour, viel gesehen. Haben es geschafft, sauber. Los, Freunde. Da hinten, und da stehen irgendwie 500 Leute Schlange, um ein Foto zu machen. Das machen wir ganz bestimmt nicht. Wir suchen uns jetzt ein schönes Restaurant raus, werden essen gehen und schöne Tour gewesen. Das Witzige ist, hier knallt schon wieder die Sonne. Hier soll eine Kältefront sein, aber das ist wärmer als zu Hause im August. Mein Bein, das Alter. Das sagen wir gar nicht so, echt. Boah, das ist schon echt. Nee, das ist gar nicht gut. Ich habe das so oft eingecremt, Mann. Seht ihr diesen Streifen hier? Hilfe. Hier oben Key Lime, das soll wohl die Spezialität von Key West sein. Max hat leider so einen schlimmen Sonnenbrand, dass er jetzt nicht mehr baden gehen kann. Deswegen mache ich das jetzt alleine. Nach den ganzen Wochen, die wir jetzt auf dem Fahrrad unterwegs waren, haben wir uns gedacht, heute ist mal ein schöner Abend, um anzustoßen. Wir sind
zurück in Miami, wieder zurück in der Stadt. Ja, mega Glück gehabt, dass dieser Busfahrer uns mitgenommen hat. Wir waren erst bei der Busstation drinne. Dort hat der Mann gesagt, keine Chance, er nimmt uns nicht mit, nur wenn wir Boxen haben. Und dann sind wir nochmal nach draußen, haben da nochmal den Busfahrer gefragt, welche andere Möglichkeit wir denn irgendwie haben, wieder hierhin zurückzukommen. Und ja, dann haben wir uns nett mit dem unterhalten und irgendwann meinte er, wisst ihr was, heute mache ich eine Ausnahme, heute nehme ich euch mit, aber sagt es nicht weiter. Ja, und das ist unser Glück gewesen. So sind wir dann Montagabend schon wieder Richtung Miami angekommen. Heute ist Mittwoch, also gestern schon den Tag genossen. Heute nochmal den Tag genossen. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Also diese Stadt ist wirklich, wirklich verrückt von der Stimmung her. Und einfach nur schön, ey. Auch heute wieder den ganzen Tag am Strand gewesen, umhergefahren. Sind noch zum Miami Heat Spiel gegangen und ja, haben uns einfach mal einen schönen, entspannten Abend gemacht. Wahnsinn, war richtig, richtig schön. Es hat sich sehr gelohnt, dass wir so spontan unsere ganzen Pläne über Bord geworfen haben und nochmal komplett umgedacht haben. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall Miami Heat Fan. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Baustelle in die Kommentare. Die ist nämlich hier auch ganz schön laut. Tschüss!